Servus und willkommen bei Pokémon Blattgrün. Ich bin's, Brandy, und in der letzten Folge waren wir stehen geblieben vor der Safari. Also haben gerade die Arena erledigt und unser nächster Schritt wäre die Safari-Zone. Und die wollen wir dann gleich mal erreichen, indem wir uns hier mal durchschneiden überall. So. Das ist sie, meine Freunde, die Safari-Zone. Ich hoffe, ich komme direkt durch. Wir kommen in der Safari-Zone. Für nur 500 möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, das kostet. Wir verwenden hier speziell Pokémon 30 Safari-Bälle. Ja. Okay, darf ich meine eigenen Pokémon eigentlich benutzen in der Safari-Zone? Das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber nichtsdestotrotz werden wir da jetzt so schnell es geht durchlaufen, weil es mich gerade nicht juckt, was hier für Pokémon sind. Das ist mir jetzt gerade so Wayne wie Rooney. So, wie geht's denn weiter? Hier geht's, glaube ich, weiter. Top Genesung. Okay. So, oh wei. Fangen wir es einfach. Versuchen wir es zumindest einfach mal zu fangen. Wäre schön, wenn es klappt. Natürlich klappt es nicht. Jetzt läuft es weg. Nein, er beobachtet alles. Aha. Dann nochmal. Versuchen wir es einfach zu fangen. Irgendwie ist es cool, das Pokémon. Wobei, beobachtet alles aufmerksam. Ja, dann lass dich doch fangen, du blödes Viech. Wahnsinn, oh man. Ah, beobachtest wieder alles aufmerksam? Ich verschwende maximal 5 Bälle an ihn und dann ansonsten verpisse ich mich. Das ist mir dann zu blöd, ehrlich gesagt. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Da haben wir ja gerade glatt ein Owei gefangen. So, möchtest du ein... Nein, möchte ich nicht. Das ist eh kein Pokémon, was wir in unsere Sammlung aufnehmen, quasi. Ja. Oh wei. Ich habe keinen Bock auf dich, ich hab dich schon. Du bist mir genug einmal in meinem Team. Beziehungsweise in meinem... Wie heißt das Ding nochmal? In meinem PC. Genau. Scheiße, das war nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, so langsam gehen uns die Schritte aus, oder? 300 haben wir noch. Benutze jetzt mal so einen Schutz. Ich habe jetzt keinen Bock auf einen Pokémon, muss ich sagen. So, machen wir es mal so. Sammeln wir halt einmal die Items ein. Stahlflügel. Protein. Das waren verschwendete Schritte. Freunde. Das ist das Gebiss, das brauchen wir auch unbedingt. Die Goldzähne. Und... Ah, haben wir es sogar erreicht, oder? Doppelteam. Was haben wir denn hier nochmal? Yes! Ah, endlich. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. VM03. Ist Surfer. Lernt ein Pokémon diese Technik, dann kann es dich über Wasser transportieren. Das Beste ist aber, du kannst diese VM benutzen, so oft du willst. Oh, ich kann diese VM so oft benutzen, wie ich will. Oh, ist das geil. Oh. Schutz wirkt nicht mehr. Wollen wir sie gleich jemandem beibringen? Ja, wollen wir Lapras. Lapras soll's erlernen. Ja, Lapras. Erlerne. Nee, mach mal jetzt so. Scheiß drauf. Das erlernst du jetzt. Anstatt Regentanz im Bodysim können wir irgendwann mal gebrauchen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das Wasser ist tief, Blob. Möchtest du Surfer einsetzen? Yes. Was haben wir hier? Ah, jetzt bleib halt stehen. Wenn du Steine auf Pokémon wirfst, fliehen sie meist. Ah, okay. Das ist so ein Streber. Oh, 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 oh. 99 Schritte, dafür einen super Schutz. Who cares? Top Trank. So, da haben wir auch einen Top Belaber. So, dann hätten wir jetzt fast alles, denke ich mal, aus dieser Safari mitgehen lassen. Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. Ja, besuch uns bald wieder. Ja, ja. So. Wir haben jetzt die Safari-Zone noch nicht ganz durch. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Items finden. Oder auch ein paar mehr. Kommt ganz drauf an, wie viele wir wollen. So, wir haben hier aber noch etwas, was wir uns holen müssen. Und zwar... in diesem Haus war es, glaube ich. Jawohl. Brandy gibt dem Wärter die Goldzähne. Danke. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. VM04. Ja. VM04 enthält's. Was sagt ihr dazu? Ich sag's euch. Stärke. Also haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Stärke geht an... Monkey. Und dafür vergisst Monkey den Geowurf. Weil das richtet nur Schaden gemäß des Levels an. Ich glaube, das war eine blöde Entscheidung, aber musste sein. Wir brauchen nämlich schließlich dieses Ding da auch gleich. Das wollen wir dann nämlich auch gleich mitnehmen. Zack. Sonderbonbon. Wobei, so sehr haben wir das dann auch nicht gebraucht, aber es gibt schon noch was, was wir uns mitnehmen können. Haben wir hier noch was zum... Ich bin der ältere Bruder fürs Profi-Angler. Ich liebe Angelsport. Ja, hier, nimm das. Geht eine Profi-Angel. Mhm. Angeln ist meine Leidenschaft. So, was haben wir denn hier? Ah, einen kleinen See. Nö, da muss ich jetzt nicht machen. Also, das will ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht machen. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. So, dann haben wir jetzt quasi alle VMs, wie wir sie brauchen. Nee, das muss ich jetzt auch nicht machen. Diese Bücherei, die geht mir jetzt eh schon auf den Sach. So, zerschneide, ja, bitte. Tust du mir den Gefallen und zerschneidest das? Sehr wohl. Lalalalalala. Ach, Gott. Biatsch. Boah, so ein Kangama zu fangen wäre schon geil. Das wäre schon was Nettes. Peak Feines. Soll ich noch einmal eine Runde machen im Demo? Ah, komm. Bin ich mal nicht so. Mach mal einfach noch eine Runde. Ja, für nur 500 Poké-Dollar mache ich's, ja. Ja, okay. Danke. Okay, ja, okay. Danke. Okay, danke. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass man dafür Dingens da muss. Also hier. Zack. 600 Schritte, 3 Schutz werden wir dafür brauchen. Okay. Hoppala. Da haben wir hier was. Ne, hier haben wir nichts. So, jetzt suchen wir uns nämlich die letzten ein paar Stellen raus, wo wir letztes Mal nichts gefunden haben. Beziehungsweise ein Blattstein. Oh, das ist natürlich... etwas Feines. Okay, dann haben wir hier einmal den Sonnentag. Ich möchte dieses Mal nämlich alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ein Top-Trank. Die ersten 200 haben wir schon. Okay. So, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Okay, weiter geht's. Hier haben wir alles, oder? Jawohl. Dann geht's hier runter. Dann hier unten waren wir noch nicht. Müssen wir uns mal umschauen, ob wir hier nicht noch was haben.
Nee, nur diesen Ball hier. Den holen wir uns dann natürlich auch gleich. Ein Nugget, das ist natürlich nicht gerade unwertvoll. Muss man halt so sehen, wie es ist. Da oben ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Dann sind wir wieder hier. Schutz wirkt nicht mehr die letzten 200 Schritte. So, und das war's dann aber auch dieses Mal für Safari. Ich möchte nicht noch einmal in die Safari-Zone gehen. Weil ich denke, dass wenn ich jetzt nichts mehr finde, dass alles gesammelt ist. So, hier dürfte auch nichts mehr sein. Okay, hier sind wir wieder beim Gebissmann und so. Also, keine Panik auf der Titanic. Manuel Schluss. Ja, okay. Ja, ja, ja. Die Jagd war sehr erfolgreich. Ich bedanke mich bei euch. So. Wir fliegen aber erstmal noch nach Prismania City. Weil es etwas zu erledigen gibt hier, und zwar haben wir hier diesen Mann, wie ihr seht, ja, Schutz wirkt nicht mehr, den wir nur mit Surfer erreichen konnten. Und er gibt uns auch noch etwas, was wir brauchen können. Hallo, ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Glück hat uns scheinbar zusammengebracht. Das möchte ich feiern, indem ich dir einen deiner Pokémon Weichei beibringe. Nein. Hoffentlich können wir erneut plaudern. Ich dachte, wir kriegen hier was Schönes, aber doch nicht Weichei. Oh man. Oh, ich liebe diese Melodie hier. Toll. Oh wow. Bravo. Oh bravo. Oh bravissimo. Das hat uns jetzt aber auch so viel gebracht. So, als nächstes wäre quasi diese Arena hier dran, aber diese Arena besuchen wir erst, wenn wir im Supermarkt waren und uns ein bisschen besser ausgestattet haben. Jetzt, da wir ein bisschen Geld haben und ein bisschen auch was zum Verkaufen natürlich. Also, wir haben hier unten schön ein Nugget. Zack. Haben wir. Okay, einmal Proteine, Zink, Carbon, Schattenglas. Sowas brauche ich eigentlich nicht. Was brauche ich eigentlich nicht? Elixier ist schon eher. Mhm. Dann kaufen wir uns nochmal schön ein. Einige Hypertränke. 20 Stück ungefähr. Ach komm, wir haben das Geld. Machen wir nochmal 20 Stück draus. Macht ja nichts, sonst haben wir ja nichts zu tun. Und 13 Beleber, Hyperheiler machen wir auch nochmal 20 Stück. Haben wir nicht genug Geld dafür? Okay, dann machen wir noch 10 draus. Und okay. So, haben wir wieder unser ganzes Geld verschleudert für nichts und wieder nichts ungefähr. Aber egal. So, meine Freunde, für diese Folge war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen!